Heilen. Mann, wie oft soll ich auf den scheiß Button noch drücken, ey? Durch meine Reaktion wie ein Fickrost, du. Meine Güte, jetzt war der aber gleich freundlich hier. So, da hoch mit dem. Das kommt darüber, das kommt dann dahin, das kommt hier hin. Da haben wir diese Rumschieberei bei solchen Puzzles, du. Da kriegst du einen Plack. Jetzt leg's doch ab, Mann. Nee, das ist falsch, ey. Könnte es dann das sein? Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Ich glaub, dann ist das. Ja, von der Höhe passt schon mal, das sieht gut aus. Muss ich halt nur leider das, was ich gerade richtig gemacht habe, wieder aufbrechen. Das ist scheiße. Um das Drecksding darüber zu kriegen. So, dann müsste das Sock schon runter. Muss ich gleich wieder korrigieren. Hallo, ablegen! Da muss ich manchmal schnellerweise zweimal drauf drücken, damit das rallt. Deswegen hat er so eine träge Reaktion, dass es kein Mensch mehr versteht. So, jetzt sieht die Welt nämlich schon besser aus. So. Jetzt folgendes. Dann kommst du erstmal wieder da hoch. Und du warst hier drüber dran, ne? So. Dann brauchen wir da so ein Eckstück. Das ist das hier nämlich. Das müssen wir jetzt schön da runterbringen. Wenn wir hier einfach schön das bisschen freischaufeln wieder. So, 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 so. Jetzt kommt nicht hier hin, dann kommt das da hin. Zack, zack. So. Dann brauchen wir das andere komische Stück. Das da nämlich, wie es aussieht. Warte. Nee, das da. So. Muss nicht von einer von unten nach oben wegarbeiten. Oder von oben nach unten, je nachdem ihr anfangt. So, dann kann das nicht dahin, das kann hier hin, das kann dahin, das kann kurz eins rüber, dann haben wir sich gleich, wo es hin muss. So, und dann haben wir dich jetzt und drehen dich einmal. So. Na? Dann kann das Doppelstück nämlich hier runter, dann stimmt das schon mal. Dann haben wir das komisch verkrüppelte Ding. Was eigentlich hier hin muss, das muss. Ah, shit, da muss man noch was rüber, und zwar das da. Weil das kommt dann ja. Nee, wo kommst du hin? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der muss erstmal da rüber, da holen. Nee, das ganze Verschnörkel kommt hoch. So war's. Das komplett Verschnörkel, ja, das kommt da hoch. So, dann musst du kurz runter. Du kurz hier rüber. Du kurz dahin. Du kurz so, so. Das kommt nicht dann so hin. Das kommt nämlich dann gleich woanders hin. Dann nehme ich noch kurz passend schiebe alles. Jetzt wird's nicht gerade blöd. Und da, wenn ich gerade das Ding ist, das muss frei bleiben. Komm mal kurz her. Warte mal. Du kommst da rüber eigentlich links ins Eck, nein, ne? Da müssen wir erstmal dich erstmal darüber kriegen, dass wir Ordnung reinbekommen. So. Dann du dahin. Zack, zack, jetzt nicht der Bogen. Dann kommst du darüber. Du kommst dann kurz dahin, du kommst dann kurz da hoch, dann kommst du da runter. Dann kommst du mal kurz. Nein, nicht du. Du kommst dahin, du hier rüber. So, zack. Dann kommst du so hin, ne? Warum das andere Schnüffelstück? So, dann kommst du nicht darüber. Kurz, du kommst nicht da hoch. Kommst da hin, dich drehen. Dreh mal in eine andere Richtung halt dann. So, dann kommst du nicht dahin. Dann kommt der Doppelgemobbelte, kommt nicht gleich da runter. Euch zwei können wir gleich noch passend verschieben, das ist in Ordnung. So, dann kommst du nicht dahin. Das drehen wir einfach passend. Dich drehen wir einmal so und Hammer ist fertig. Gott!
So ein Scheiß ist wieder logisch für mich, ne? Da habe ich gar keinen Stress mit. Es wird zum Fetter heiß. Drecksack. Der will Seife? Alter, ich frisiere das Gesicht weg. Gibt's aber noch irgendetwas, was wir übersehen haben, rein zufällig? Wie komme ich jetzt an Seife ran? Aber wir machen auf jeden Fall schon kurz eins mehr speichern jetzt mal kurz. Weil die ganze Shit mache ich nicht nochmal mit. Aber, ah, warte mal doch, wir können jetzt unten rein, klar, wir haben jetzt die Flamme. Logisch. So, rein mit uns. Hä? Ach, da oben ist ein Hahn, okay, da können wir kurz dran ziehen. Zack. Ach du schon wieder, näher da. Man again? How had he got there? Teku preferred not to ask. Frau Seife, Alter, was willst du dafür? Sex, Koks, irgendwas, manchmal alles lieber. Du hast wieder gechillt, ja, ich seh's, so wie immer, ne? Dann ist dir was auf den Kopf gefallen. Na, ah, dich leider nicht umgebracht, du wolltest es gleich essen, weil du eh verhungerst. Hast. Na, Hauptsache egal, was? Hauptsache essbar. Nur hast du nicht aufbekommen. Ach komm. Ah, da war leckeres Zeug drin. Na, Nüsse und so. Dafür kriege ich Seife. Was soll ich mir das herzaubern? Vielleicht hilft der Typ uns ja, das aufzuschlagen, das wäre lieb. Hey Penner, braucht deine Hilfe. Ah, warte mal, andere Idee. Gehen wir kurz hoch. Vielleicht können wir es ja mit den Hühnern testen. Den Eiern. At first glance. Teku couldn't tell which egg was the one made of stone. Da macht es nicht aus, wenn ich hier rumlaufe, läuft. Nein! Der springt in den Tod, aber ich könnte irgendwas machen gerade. Hihi! Diese Nuss war vielerorts eine Delikatesse, allerdings gab es ein Problem. Die Schale war so hart, dass es nicht einfach war, an das christliche Innere zu kommen. Der Sammler hatte Teku versprochen, ihm zu tauschen, ein Stück Seife zu geben, wenn er es schaffe, die Nuss zu knacken. Okay. Dann laufen wir trotzdem mal kurz da drunter, vielleicht hilft es ja irgendwie weiter. Ja, was ist jetzt? Lauf mal, Junge. Wo willst du das Ei haben, ne? Ja, machst du eh nichts, bist ein Drecksack. Achso, warte mal. Ich muss hier was mit einer Flamme machen. Und jetzt?
War's jetzt hell genug, oder was? Ja, zwar jetzt extrem unlogisch, aber hey, von mir aus. At first glance, Teku couldn't tell. Ja, jetzt gehen wir runter kurz. Ab. Jetzt überlegen wir mal. Ja, hopp, jetzt muss ich hier rumstehen. Keine Ahnung. Macht er eh nur das? Das ist. Gar nichts. Die Flamme haben wir da angemacht. Das ist süß von uns. Wie kommen wir da ran, Mann? Da kommen wir nur hoch, das bringt uns eigentlich nichts. Da kommen wir nur runter. Und mit dem Speggy reden. Hat nichts gebracht, oder? Nö, wisst ihr jetzt nicht, was ich machen sollte mit dem? Achso, ist wieder das gleiche. Ja, dann lass mal. Du willst Seife. Wie muss ich den Scheiß doch aufkriegen? Gab's hier hinten noch was? Ah, guck mal. Hab's doch gewusst, hier gibt's doch irgendeinen Schrott. Irgendwo in einem dunklen Eck wieder. Meine Güte, das Spiel, du, das bringt mich nach oben. So, was kann man jetzt mit dem Stroh machen? Tote Zweige, ein Haufen oder Zweige, die Teku im Keller der Therme gefunden hatte. Daraus könnte Teku ein schönes Lagerfeuer machen, sobald er den richtigen Ort fand. Ah, okay. Check. Confirmative. Hab's kapiert. Hui! Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir gehen jetzt unter das Nest und brötzeln die Scheißdreckseier weg. Von dem Spacko-Vogel. Hey, guck mal, das ist ein bisschen Ei von mir. Ja, jetzt klärt er runter, Digga. Hopp. Kein Nerv für sowas, du. So, frittier die Eier weg. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht geht, dann klopf ich dich, Junge. Und die anderen zwei werden halt einfach kaltblütig umgebracht. Ah, okay. Check. So, schnell weg, bevor es Tantchen merkt. Da kommen wir jetzt runter. Können wir denen das scheiß Ei geben? Der zerschlägt uns das andere Ding, was wir brauchen. Ja, und dann sind wir weiter. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Erstmal Ei. Ja. So, und jetzt möchte ich aber auch was von dir, du Sack. So, klopf mal. Ich hab dir dein Ei jetzt gebracht. Weh, du hältst dich nicht dran an. Ich hol eine Pumpkin irgendwo her, wo ein Glitcher und cheat. Ich schwör's dir. Wie sieht's aus? Machst du es jetzt? Hab ich doch! Ach so, muss ich denn das wählen? Ah ja, okay. So, wenn man dankt. Das war aber scharf. So, dann können wir jetzt kurz da hochgehen. Das Symbol da anbringen. Wir können da rein. Und Spot. Ich finde es süß, dass sie so Spot eingebaut haben. Sehr, sehr cool. Wie kriege ich jetzt das scheiß Ding auf? Kann der mir vielleicht auch helfen, das Teil zu knacken noch? Ja, cool. Hey, Opi. Ich habe noch ein Problem.
Du kannst mir dabei nicht helfen, oder? Fatty. Du willst Seife? Ja, Mann, ich hab schon kapiert, du Stück Scheiße. Soll ich das aber aufbringen? Heizungsraum vielleicht runter und da irgendwie das Ding frittieren? Hast du gleich das Wasser ab, du Hund? Ne, da ist nix. Hier ist ja auch nix. Gibt's hier was? Nein. Muss ich vielleicht den anderen wieder wecken? Könnte ja sein. Nö, den bockt es nicht. So, dann gehen wir mal kurz mal hoch. Hinten gibt's nichts rein, zufällig. Geheimgänge, irgendwas? Weiß man nicht, Nebelspiel hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Selbstmord! Huch, nee, ich kann mich hier festhalten, okay. Ah, okay, check. Jetzt macht er das kaputt. Danke! Ja gut, so kann man es auch machen. Vogel missbraucht. Ja, ich hab's kapiert, dass da unten was ist. Jetzt mach mal, hopp. Ja, runter, hopp, 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 hopp. Aber nicht in den Tod stürzen. Ich weiß, wir lassen sowieso da allen dran, können die Programmierer manchmal hier, du. Jetzt runter mal da. Oh, jetzt komm schon mal. Ah, nee, klar, springst du auf die andere Seite rüber, oder? Du bist so ein Smug manchmal, Taco. Das Spiel ist toll, es ist schön gemacht. Man muss echt sagen, Leute, ihr müsst da echt drauf gefasst sein. Ich bin eigentlich einer, ich spiele nicht so wirklich auf solche Spiele. Für andere wahrscheinlich so, voll Smug, voll easy. Naja, na, so kann es halt mal gehen. Es gibt die Seife, dann geht es zum Fettsack, dann putzt er sich, dann wird noch 15.000 andere Sachen oder so. Dann zum Schluss kommt hier noch so Wäsche Plus, ne? Von irgendeiner leicht begleitenden Lady mit Doppel-D. Und der pellt sich drüber ein und kriegt einen Herzinfarkt und kommt da nie wieder raus. Hallo. So, jetzt habe ich ein Stück Seife, du Hund. Jetzt putz ich mal. Ja, da geht er einen ab, jetzt sieht man, dass ein Ständer. Sorry, nein, ich bin jetzt ruhig. Was soll ich jetzt rein? Das Dreckswasser. Ja, jetzt bist du sauber, aber. Kriegst du von dem grünen Fleck in deinem Gesicht? Ah, dankeschön. Alter Schwede, man, da bebt die ganze Erde, wenn der läuft. Vor allem die kleinen Füße, man, die Gelenke möchte ich mal sehen. Wir haben Smaragdhilfe bekommen. Können wir jetzt da reinspringen? Ah, leider von alleine draus. Sehr schön. Draußen haben wir Feuer gehabt, ne? Das brauchen wir kurz wahrscheinlich wieder. Wobei, wir gehen da hoch. Scheiß drauf. Wenn wir Feuer brauchen, dann kommen wir da bestimmt wieder ran. So, jetzt erstmal hoch. Ding, ding, ding spielen und keine Ahnung, was dann passiert. Hallo, Spot. Hab dich auch als Plüschtier. He wouldn't be able to strike the gong until the offering was ready. Ach, Opfergabe, okay, check. Zufrieden mit der Opfergabe, meine Fresse, das können wir da. Halt! Da kann ich mir gerade Feuer holen. Warte mal kurz. Ja, hol mal. Vielleicht brauchen wir es ja. Wenn nicht, können wir es wieder ausmachen. So, der Plan. Also jetzt geht's, komme ich gerade zu weit, oder? Klar, aber es ist jetzt vorhin das, ey, ja, guck mal, hier ist was versteckt und oh, du kannst wieder in den Tod reinspringen. Mann!